Hallo Freunde der käuflichen Liebe und willkommen bei eurem Schulle zu einer neuen Folge One Piece Odyssey hier auf meinem YouTube-Kanal. Und wir sind immer noch in den Eisblockruinen unterwegs. Ne? Aber in der letzten Folge haben wir ja das, ich nenne es mal Rätsel, weitestgehend gelöst. Sprich, wir haben jetzt erstmal den Wasserstand angehoben, damit wir es jetzt wieder in Eis verwandeln können. Und dann hoffentlich zu dem Eiskoloss rüberkommen, sobald ich hier mit Chopper wieder den richtigen Weg gefunden habe. Weil hier kann man ja auch die Kamera nicht drehen, hier unter dem Ding. Alter! Hier kann man die Kamera nicht drehen, das ist echt... Oh. Mann. So, das ist doch der richtige Weg hier, ne? Jo, da ist die Maschine, sehr gut. So, einmal Eis machen, bitte. Dum, dum, dum. Und wieder raus. So, kann ich jetzt schon übers Eis gehen? Jawohl. Dann auf Uffy wechseln. Und dann geht's gleich dem Eiskoloss an den Kragen, hoffe ich. Mal gucken, was der so kann. Ach ja, so irgendwie. Ne, gucken wir mal. Ne, Hallöchen. Okay, dann machen wir das mal. Ja, ein Wasser- und Eiskoloss. Echt? Müsst ihr jetzt wieder... Okay. Moment. Hier, Phönixstern. Das muss doch Zwiebel. Jo. Okay. Moment. Ja, das da. Boah, gucken wir mal, ne? Okay. Ich überlege gerade, ich habe sonst keinen. Ne. Die Krafttypen bringen mir jetzt hier gar. Oder? Ne, gar nichts. Ergo. Gucken wir mal. Was ist hier jetzt hier? Ah, okay. Frankie Cannon. Na, machen wir erstmal den Fireball. Frankie Fireball! Jo. Oteora. Landet! Ah, okay. Verteidigung erhöht, ja. I see. Frierende Wahrheit. Waha. Oh, warte mal. Greif mal normal an. Was macht das? Oh, nee. Nicht viel. Autsch. Au. Wie eingefroren. Moment mal. Du machst nochmal den hier. Jawohl. Siege Wasserkoloss mit Ruffy. Ja, Moment mal. Jetzt will ich erstmal kurz für Frankie Chopper reinholen. Damit er hier Pflege auf Bereich. Das halt doch bestimmt auch vereist und so, ne? Otter? Ja. Ja, was ich mache, ist eigentlich egal, ne? Ja, versuchen wir mal das. Okay. Sehr gut. Sehr, sehr schön. Autsch. Hier, das nochmal.
Aua. Immerhin. So, du heilst bitte mal Lysop. Hat er nicht gerade ganz schön aufs Maul bekommen? Ja, ist sich selber auch schön. Aber. Oh nö! So, jetzt hole ich anstelle von Zorro mal Waffi rein. So, die Jet Gatling oder die Riesenpistole? Nehmen wir die mal. Ich hoffe, das reicht. Yo, nice. What? Als ob der noch ein AP oder sowas über hat. Oh, Mann, ey. Ja, komm, dann mit Nami, ey. Mann. Ist das ein... Ich sag nichts dazu. Alter. Ja, komm, labert nicht so viel. これは政府の取り決めだ。従ってもらおう。どうだった？説明もない命令には従えんと言い張りおった。だが、出すしかあるまい。バスターコールの指令をな。神の息吹は惜しいが、仕方ないだろう。したのかアディオ。いや、この席が少し気になってな。なんだよ、ロビンだけじゃなく、お前もこんなぐっちゃぐっちゃした文字が好きなのか。悪くない趣味だろ。そういや、お前もぐちゃぐちゃの文字を書き込んでるもんな。文字？ああ、この入れ墨のことか。全然違う感じのやつだけど、エースも背中に書いてたんだ。俺のは一族に受け継がれてきた文様でもあるからな。魂のようなものさ。打ち勝ちたいもの、守り抜きたいもの、何でもいい。絶対に曲げられないことの証明ってやつだ。エースは白ひげのおっさんのドクロだったな。そうか。つまりはそういうことかもな。魂のようなものか。いいな、アディオ。かっこいいぞ。そう思うか。ああ、気に入った。うん。ああ、OK。Kehre zu Adios Haus zurück. Auf jeden Fall der Feuer noch. Okay. Ne, Memoria Cube ってあんなに安定しないものなの？どういうこと？時々制御できないようになるの。あなたの感情が反映されてるとも考えられるけど、そこまでおかしな状態になるとは思えないわ。そう。本当にいいの？あなた自身、自分のしていることが正しいと思えないのでしょう。
でも、アディオにも大切な人たちが。まだ時間はある。よく考え、寝てしまったわ。どうだ、そっくりだろう。こいつはある一族に伝わる文様だ。かつては空島にあって栄華を誇った立派な一族さ。わかるか、俺とお前は同じ一族の出身ってことだ。本当？ああ、しかも俺たちだけじゃねえ。海の向こうで大勢の一族が待っている。この島は俺たちの故郷なんだよ。なぜその人たちはここに来ないの？妨害に遭ってるからさ。このワフルドを守る力が働いているために到達することができないんだよ。力？隠すなよ。神の息吹と名付けられた遺跡さ。安心しろ、別に壊そうってんじゃない。しばらく俺が操れるようにするだけだ。一族をこの島に帰還させるため、神の息吹の嵐による妨害を止めなければならないからな。神の息吹を起こすには、島の危機と判断させるため4つの巨像を倒す必要がある。だが巨像を自ら破壊しちまうと敵対者と認識され、支配者の資格を失う。ええ、そうね。もうすぐこのワフルドに一筋縄じゃいかねえ海賊がやってくる。そいつらをうまく利用して4つの巨像を倒したい。リム、協力してくれるな？アディオは正しいことをしているもの。きっとルフィも許してくれる。Na schön, Schrank auch. So. Ja, mit dem Zeug. So, da ist Liam. Aber erstmal will ich kurz speichern. Konnte man hier nicht auch irgendwo noch was einsammeln? Da. So. Und was ist das da? Komm mal her, ja. Koko-Wassermelonen. Gut. Ups, falsche Taste. So, flupp. Den wollen wir mal. Jumbi ga dekita no nara ikimashou. Chotto mate, Rimu. Dou shita no? Saki ni meshi da. Haraetta. Hu. Itsu mono koto da keredo.緊張感がないわね。ルフィはどんな時でも食いしん坊なのね。次はどこに向かうの？このキューブはマリンフォードというところのようね。ここはどういう場所なの？俺がエースを助けに行った場所だ。だったら、そのエースを助けることがルフィのすべきことね。ああ、そうだよな。な、ルフィ、お前。俺なら大丈夫だ、ウソップ。よし、みんな、行こう。OK.Naja, war ja irgendwo doch ein bisschen klar, ne? Aber naja, gut. So, kampieren, ja. Achso, ich dachte, wir machen hier jetzt auch ein Fest und ich kann Sachen herstellen und sowas. Aha, geht doch. So, da ist Lüsser. Ja, ist ja gut, ich kann nicht laufen, Entschuldigung. Markus, hat doch geht!Gut. Oh, hier. Zack. Yep. So, damit habe ich von jedem schon mal 5. Moment. Nein. Da ist Sanji. So. Was haben wir hier? Oh, Udega Narna.
Ganzos Odin heilt 3 Runden lang pro Runde 15% aller Verbündeten. Alter. Davon auf jeden Fall was? 1500 aller Verbündeten, ja. Erhöht 3 Runden Angriff, Verteidigung und Mumm aller Verbündeten, jo. Halt Gift, hatte ich überhaupt schon mal Gift? Ich glaube ja, aber. Und SP, 3 Runden Angriff. 1000 LP aller Verbündeten, ja gut, also habe ich 12 Mal, das sollte hoffentlich reichen. 100 SP aller Verbündeten. Nee. Er weckt einen gefallenen Kameraden wieder zum Leben und heilt 50% der LP. Davon habe ich 10 Stück. Okay, aber da gab es auch noch... Hier, Goldschädel war das, ne? Jo. So, kann ich zumindest noch 2 Mal wieder herstellen. Zack. Gut. Na, das sollte reichen, hoffe ich. Dann bauen wir mal... Hier bringt es ja nichts, wenn ich... Achso. Ich möchte reden. Wir gehen also an einen sehr gefährlichen Ort. Wow. Danke fürs Gespräch, Alter. Yo, Party schmeißen. Wie lange ausruhen? Bis zum Morgen. So, ne, nicht wundern, ich habe die Party mal rausgeschnitten, weil, ganz ehrlich, ist es immer dasselbe. Das Einzige, was jetzt mal neu war, Frankie war damit bei und hat ne, die ganze Zeit halt nur gelacht, so wie Chopper sich da auf der Bank im Kreis hin und her gerät und tanzt und bla. Ne, von daher, egal. So, seid ihr bereit? Kannst erst speichern, wenn alle Kämpfe beendet sind. Die empfohlene Stufe beträgt 34. Boah, Moment, noch nicht. Dann, also eben habe ich ja kampiert, ein bisschen was hergestellt, gegessen, bla bla bla. Dann will ich jetzt erst nochmal speichern. So, am besten da nochmal. Flupp. Und dann würde ich sagen, ja. Alles klar, ab geht es. So, da wären wir. Oh, Robin, hallo. Ich habe in O'Hara vor langer Zeit etwas über eine Phantomhimmelsinsel gelesen, die vor hunderten von Jahren existiert haben soll. Es würde Sinn ergeben, wenn diese flüchtige Insel, die aus der Geschichte getilgt wurde, in das Blaumeer gefallen ist und zu Warford wurde. ja, und jetzt? Außerdem, allerdings wissen wir noch nicht, warum sie ins Blaumeer gefallen ist. Es gibt noch mehr zu erforschen. Ja, danke. Gut. So, dann mal los, Liam. Ab nach Marineford. Ne? Und die Stärke der Strohhüte ist zurückgekehrt. Aha. 100 Schaden. Ja, geil. した仲間と共に巨像を撃破した麦わらの一味取り戻したキューブに浮かぶ記憶は彼らにとって辛い記憶だった絶体絶命の中ルフィが下した苦渋の決断それは自称頂上戦争戦乱のマリンフォード今回はお前らがいる。俺に力を貸してくれ。サニー号を手に入れたルフィたちは、航海者たちが集う新世界への玄関口、シャボンディ諸島に到達。この島で、天竜人を殴り飛ばすという大罪を犯してしまったルフィは、島にやってきた海軍大将、キザルに追い詰められている必死に応戦をするルフィたちだったが突然現れた七部海
バーソロミュークマの手によってそれぞれ見知らぬ土地へと飛ばされ、麦わらの一味は完全崩壊を喫してしまった。ルフィが飛ばされたのは妙ヶ島アマゾンリリー。この島で女帝ハンコックの信頼を得たルフィは、兄エースが公開処刑されるという情報を知る。エースを救おうとインペルダウンの最深部に乗り込んだルフィ。しかし時すでに遅く、エースは公開処刑のために海軍本部へ移送されていた。ルフィは海峡のジンベイやかつての宿敵クロコダイルたちと共に難攻不落のインペルダウンを脱出し、海軍本部のある地マリンフォードへと向かった。一方その頃、マリンフォードにはエースを救い出すため湾内を埋め尽くすほどの海賊船団が押し寄せていた。これらを率いるのは四皇の白姫、世界最強の大海賊である。迎え撃つ海軍も最高戦力の大将赤犬、キザル、青キジが集結。さらにはもう一つの大勢力オーカ七部会も顔を揃え、白ひげ海賊団と相まみえるのだった。その規模と世界を震撼させた結末から、後に頂上戦争と呼ばれることになる歴史的な大戦、エースの処刑をめぐり、その大乱戦の火蓋が今切られた。強大な戦力がぶつかり合うマリンフォード。白ひげが巨大な津波を起こせば、青キジが瞬時に凍結させる。誰が勝ち、誰が負けても時代が変わる。まさに頂上の戦いが繰り広げられていた。そしてルフィたちはエースを救うため戦いの真っ只中についに降り立った。こいつ麦わらのルフィだ。奥越えルーキーだぞ。なんで麦わらの一味がここにいる。おは、オッケー、geht direkt los. Yay. いきなりかよ。Einfach so. Das war einfach immer gut. Naja, den. お前らに構ってる暇はね。どかねえならぶっ飛ばしていくぞ。やってやろうぜ。Okay. Gucken wir mal. Oh. Wow, nice.Autsch. Hier gegen ihn. Jo. Rose weg. Hallo, hört ihr mal auf, Chopper zu schlagen? Nein! Okay, Ah, doch, Frankie habe ich drin.So, was ist denn hier gegen alle? Weapon Slashed. Ja, gucken wir mal, ne? Yo, nice, Frankie. Oh ja, komm, du bist als nächster dran, dann machen wir dich erstmal kalt. Als ob. Ach ja, komm. Na gut. Freunde, ich würde sagen, hier machen wir jetzt erstmal wieder einen kurzen Cut. Wer weiß, wie lange das hier noch geht. Ne, eventuell dauert der Kampf doch noch länger, weil immer wieder neue Gegner dazukommen. Keine Ahnung, wie sich das entwickelt. Schauen wir mal. Ich bedanke mich auf jeden Fall fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen hoch und einen Kommentar da. Und vor allen Dingen schaltet auch beim nächsten Mal wieder ein.